Hey Leute, ja, herzlich willkommen zurück bei Diablo 3 im Hardcore-Mode. Wir haben die Lagerfeuer bzw. die Signalfeuer hier angezündet und werden jetzt mal mit dem Feldwebel sprechen. Was bei den Höllen war das? Eine Illusion, um euch zu ängstigen. Wir haben die Feuer gesehen, die von euch angezündet wurden. Die Furcht hat uns nicht mehr in ihrem Bann. Die Katapulte können zwar die feindlichen Linien durchbrechen, aber wir können sie nicht aus ihren Schächten hochziehen, solange noch Dämonen in Scharen über die Mauern klettern. Keine Angst. Ich sorge dafür, dass die Katapulte hochgezogen werden. Die Dämonen sollen lernen, was Angst bedeutet. Yo, das ist die richtige Einstellung, Miri. Also, rein mit uns hier, Steinfurt. Und jetzt sollen wir hier die Katapulte hochziehen, damit wir die gegnerischen Reihen ein wenig lichten können. So. Genau, hier seht ihr es schon. Hauptmann Hale. Den Himmeln sei Dank, dass ihr hier seid. Bis auf 4 Mann sind alle tot. Wir brauchen dringend Verstärkung. Das Problem ist, dass der Aufzug angehalten hat. Durch den ganzen Dreck da unten können wir nicht erkennen, was schiefgelaufen ist. Oh, was jetzt? Es kommen mehr Monster herauf, Hauptmann. Was sollen wir tun? Gefreiter, wenn man euch sagen muss, welches Ende des Schwertes wohin gehört, dann habt ihr wohl nicht aufgepasst. Ja, aber echt, ey, das ist ein Soldat, es kommen Gegner. Was sollen wir tun? Ja, serviert doch mal eine Tasse Tee und eine ordentliche Stulle, damit die Gäste sich hier auch recht wohlfühlen bei uns im Lager. Ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie eine Festung zu verteidigen haben. Nein, das sind ja nur Dämonen. Meine Fresse, ey, du Idiot. Gehirn einschalten, wenn man im Krieg ist. Auch wenn man Soldat ist, schadet es nicht, wenn man manchmal seinen Kopf einschaltet. Nicht nur blindlings gehorchen. So, und schaut mal dort, da kommt noch eine Ladung Dämonen. Und der darf gleich mal unseren schönen Strahl. keine Ahnung, was er mit unserem Strahl machen darf. Der darf den mal Probe in die Fresse kriegen. Hier irgendwas, nö, nichts Tolles dabei. Die blauen Sachen lassen wir einfach mal direkt liegen. So, da haben wir wieder so einen dicken, kolossalen Golgol. Diese Viecher, die es ja angeblich gar nicht gibt, ne? Nur blöd, dass die hier irgendwie andauernd vor unseren Augen auftauchen. Oh, meine Rüstung. Zack, schon ist sie wieder aktiviert. Wir werden alle sterben. Wir werden, nee, ich werde nicht sterben. Ihr werdet sterben, weil ihr da liegen bleibt, wenn da Katapulte einschlagen. Ist auch ziemlich dämlich, meine Lieben. Also, ich muss schon sagen, klug ist was anderes. Boah, da unten ist ein Unique. Beziehungsweise sind Champions mit Vortex. Und bevor die uns ranziehen, gehen wir einfach mal ran. Machen eine schöne Schockwelle. Oh, da hat es noch ein Band gedroppt. Oh, da unten ist gleich der nächste Champion. Jetzt muss ich mal aufpassen, weil hier noch von hinten ein paar Gegner kommen. So, den Typen hätten wir erlegt. Einer müsste hier noch sein. Ah, Moment, da rennen wir einfach mal direkt rein. Und dann sind die Leute hier Feierabend bis auf... Dann sind die Leute hier Feierabend. Boah, meine Güte, ey. Es ist echt nicht feierlich. So, Leute, ich werde mal eben das Buch hier einsammeln. Morgens Tagebuch Teil 1 und in der Zeit den Gürtel identifizieren. Die Verlegung in die Bastion hat sich als genauso eintönig herausgestellt, wie ich es mir gedacht hatte. Die Soldaten verbringen die meiste Zeit mit dem Glücksspiel. Ich schätze, von diesem ausgehöhlten Felsen ist nichts anderes zu erwarten. Er ist bloß noch ein Schatten seines früheren Ruhms. Aber ich bin hier, um für Anna sorgen zu können. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, ihr habt es gerade gesehen, der Gürtel war ein bisschen besser. Lebensenergie technisch hat er genauso viel Vitalität geboten wie der andere. Aber durch diesen hier... Oh, hier geht's leider doch nicht weiter. Aber durch den Gürtel wurde unser Schaden noch ein wenig weiter erhöht. Deswegen habe ich die einfach mal direkt ausgetauscht und den alten Gürtel weggeschmissen. Euer Grab wartet. So, ey. Ach, hier kommen wieder die Dämonen angeflogen. Meine Güte, ey. Also das sind echt die nervigsten Viecher hier. Weil die auf einmal immer plötzlich hinter dir auftauchen. Und dann für ordentlich Verwirrung sorgen. So, da vorne ist gleich das nächste Katapult. Wir schnappen uns nochmal den kolossalen Typen, der ein kolossaler Fail war in diesem Fall. Und wow. Und hier haben wir den Feldwebel. Ja, renn vorbei. Der die Notfeuer angezündet hat.
Helft mir, die Rekruten zu befreien, damit sie die Katapulte hochziehen können. Hier drüben! Hier drüben. Okay, dann wollen wir mal deine Kameraden befreien. Indem wir einmal den Strahl da durchjagen. Lasst uns die Rekruten beschützen, während sie das Katapult hochziehen. Ja, okay, wenn es sein muss. Warum nicht? Ich aktiviere nochmal meine Rüstung. Und dann positionieren wir uns einfach mal so ungefähr hier. Und dann können wir die Dämonen, die hier gleich hochklettern werden, wieder abwehren. Ach, okay, erstmal kommen wieder die dämonischen Höllenschwingen, oder? Hießen die so? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Über die müssten wir doch eigentlich auch noch neues Wissen bekommen haben, oder? Moment mal, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, wenn... Genau, das hier. Lange Zeit hatte ich gehofft, dass der dämonische Höllenbringer nur eine Erfindung sei. Ein aus den wirren Vorstellungen meiner Vorfahren geborener Albtraum. Man stelle sich bloß einen Dämonen vor, der größer ist als ein Turm und unzählige Lakaien aus den Tiefen der Höllen heraufwirken kann. Sollte solch eine Monstrosität wirklich existieren, ist unser Volk dem Untergang geweiht. Tja, so eine Viecher existieren, und zwar nicht nur einer, sondern mehrere. Merkwürdigerweise bei jedem Signalfeuer, das wir entzünden sollten. Auffällig, auffällig. So, gab es noch irgendwas, was wir noch nicht uns angehört hatten? Genau, die dämonischen Höllenschwingen. Asmodan erschuf die dämonischen Höllenschwingen, nachdem er vor tausenden von Jahren um ein Haar eine Schlacht gegen Tyrael verloren hatte. Die Engel brachten ihre leuchtenden Flügel glorreich zum Einsatz, um die Dämonenscharen auszumanövrieren und deren Befehlshaber anzugreifen. Asmodan war frustriert darüber, beinahe besiegt worden zu sein, und fing an, geflügelte Dämonen zu züchten, die in der Lage waren, Engel in Stücke zu reißen. Yo, warum zählt das jetzt nicht? Das Katapult ist doch auch hier oben. Ach nee, ach stimmt, das ist das, oder? War das, war das jetzt das erste? Es ist hoffnungslos! Okay, lass ich jetzt einfach mal so durchgehen, dass das das erste Katapult war. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht irgendwie an einem vorbeigelatscht sind. Ich dachte, das wäre gerade schon das zweite gewesen. Aber das war ja nur das andere Dingens, was wir dort hochgezogen hatten. Beziehungsweise was hochgezogen wurde. Und dann auf einmal die ganzen Dämonen da drauf standen. So, Moment mal. Einmal das. Dann ist der kolossale Galgor hier wieder Geschichte. Wir sammeln uns munter das Gold ein. Denn auch Kleinvieh macht bekanntlicherweise ja Mist. Deswegen sammeln wir das alles schön säuberlich ein. Leutnant Lavelle. Späher berichten, dass jeden Augenblick mehr dieser verdammten dämonischen Höllenbringer hier eintreffen werden. Die Soldaten müssen geschützt werden. Die Plattform wird schneller aufsteigen, wenn wir keine Männer verlieren. Okay. Geht klar. Und hier sind wieder die guten alten Höllenbringer. Davon hatten wir ja noch nicht genügend. Oh, da oben ist auch noch einer hingekommen. Boi, oi, oi. Wow, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da kommt ja eine richtige Horde. Oh, Moment. Unten ist auch noch einer scheinbar gekommen. Jo, da rotzt er wieder ordentlich die Dämonen aus. Meine Güte, ey. Also, ich meine, Sodbrennen tut ja schon weh, aber wenn man dann auch noch Dämonen ausrotzt, da muss dir dein Gaumen ja brennen wie sonst was. So, war's das schon? Keine weiteren Dämonen mehr. Das war dann ja doch ein bisschen easygoing hier. Ach, Asmodan, hast du nichts zu bieten? Erst verrätst du uns hier 1:1 deine Pläne, was du nicht alles so machen willst. Ich finde, Asmodan ist wie so ein typischer Bösewicht aus James Bond. Die verraten James Bond auch immer genau, was sie machen. Und am Ende kann er genau das dann gegen sie verwenden. Oh Wunder, ey, der ist abgestürzt. Bitte, lass sie mich nicht finden. Wer? Lasst wen nicht finden? Lag da noch ein Überlebender oder was? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ah doch, hier, da vorne liegt er ja, die Burgwache. Es gibt keinen Grund, sich zu verstecken. Ihr seid kein Feigling. Wer seid ihr? Ich bin Miri. Und mir ist übel. Also, steh auf und kämpfe wie ein Mann. Nicht wie ein Männchen. So, da vorne sehen wir schon das dritte Katapult auf unserem Radar. Also gleich mal direkt hin da. Oh, Vorsicht. Nison der
Gierige. Oha. Na, zum Glück haben wir unseren guten alten Strahl. Moment, da werde ich nochmal hinrennen. Und zack, geil. Die Druckwelle macht echt Laune. Aber ich denke, oh, Kettenstiefel. Ich denke, dass die über kurz oder lang irgendwann nichts mehr bringen wird. Weil die Gegner einfach immer stärker werden. Was habe ich denn hier aufgesammelt? So, lasst uns die Stiefel mal eben identifizieren. Och, nö. Die sind ja gar nichts. 8 Vitalität, 13 Geschick. Nee, 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 die brauchen wir nicht. Ich weiß, doch ich frage mich, haben Sie auf Verstärkung gewartet, die nie eingetroffen ist? Keine Ahnung, ich rede erstmal mit Leutnant Clifton. Seid ihr alleine hier oben? Natürlich bin ich verflucht nochmal alleine hier. Alle anderen sind gestorben, aber ich will verdammt sein, wenn ich meinen Posten so einfach verlasse. Macht euch mal ein wenig nützlich und dreht an der Winde. Ja, ja, der Typ, der ist schon ziemlich cool drauf. So, wir sollen hier ihm jetzt helfen, das Dingens hochzuziehen, das Katapult. Aber natürlich kommen hier nebenbei auch noch Dämonen. Hier, guck mal, da ist doch noch übrigens noch ein Soldat, anstatt der Soldat ihm einfach mal hilft, ne? Nee, 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 das wäre ja zu einfach. So, jetzt muss ich immer darauf achten, dass wir die Winde ab und an mal wieder anschubsen. Ja, so wie jetzt zum Beispiel. Denn ansonsten dauert es natürlich 100 Jahre, bis das gute Stück hier oben ist. Meine Güte, meine Arkankraft. Ich bin nicht stark genug, dich alleine hochzuziehen. Könntest du bitte meinen Freund da drüben fragen, ob er nicht verdammt nochmal mit anpacken könnte? Ja, redet man so mit Freunden, du Wichser? Hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ich bin ja höflich. Ich hab's nur gedacht. Ich hab's nur euch gesagt, was ich am liebsten gesagt hätte zu Leutnant Clifton. Mann, Mann, Mann. Geschafft. Ich hatte Hauptmann Hale versprochen, dass ich aufpassen würde, nicht die Beherrschung zu verlieren. Tut mir den Gefallen und erwähnt nicht, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. In Ordnung? Na, mal schauen. Was hast du als Gegenleistung anzubieten? Wir werden uns da bestimmt schon einig. Kehrt in die Zitadelle der Bastion zurück. Okay, dann nutzen wir einfach mal direkt unser Stadtportal und schwuppdiwupp sind wir dann wieder in der Bastion. Und dürfen dann hier mit Tyrael plauschen. Während ihr euch mit euren armseligen Katapulten abgemüht habt, konnten meine Dämonen in die Tiefen eurer Bastion eindringen. Sobald sie den schwarzen Seelenstein für mich erbeutet haben, wird eure ganze Welt brennen. Seht ihr, Leute, genau das meint ich nämlich, weil der erzählt einem wirklich immer haarklein, jetzt sind meine Dämonen gerade in eure Festung rein und bla. Anstatt er das für sich behält, dann hätten wir noch hier voll den Überraschungseffekt, wenn auf einmal hier Dämonenhorden in die Festung eindringen und wir total überfordert sind. So, was hatte ich jetzt eigentlich irgendwie eine neue Waffe? Nee, ne? Noch nichts Tolles wieder hier freigeschaltet scheinbar. Dauert alles noch ein bisschen, oder? Ja. Was ist denn mit den Helmen hier? 27 und 45. Wow, okay, da brauche ich doch noch ein bisschen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir reden das nächste Mal dann mit Tyrael. Ich mache an dieser Stelle... Obwohl, nee, komm, wir können noch mit Tyrael reden. Ein paar Minütchen haben wir doch noch. Asmodans Dämonen haben eine Bresche in unsere Mauern geschlagen und strömen nun in die Bastionstiefen. Wenn sie nicht geschlossen wird, wird die Festung überrannt werden. Ihre Leichname werden gute Dienste leisten, um die Bresche zu versiegeln. Ja, die Zauberin ist auch für ein paar gute Sprüche gut. Die Dämonen sind in der Bastion. Sie kommen aus den Tiefen. Zu den Waffen. Sie kommen aus den Tiefen. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Tiefen hinein. Hier ist ein Speicherpunkt und hier ist direkt auch noch ein Unik. Ach du Heilige, ja, das ist doch mal wieder schön. Ach, sowas auf Hölle oder Inferno kommt bestimmt auch spaßig an beim Zocken. Mann, 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 neues Wissen gibt's hier nochmal. Die Unreise sind der Fluch der Lebenden. Es sind Kreaturen, die aus der unendlichen Bosheit entstanden sind, die im Inneren der Hölle brodelt. Sie sind beweglich und flink und halten sich mit ihrer riesigen Zunge an ihrer Beute fest, um sich dann schlagartig heranzuziehen und auf ihr Opfer zu schwingen. Sobald ein Reißer das erst einmal geschafft hat, ist er nicht mehr davon abzuhalten, sich an seinem Opfer zu weiden.
Okay, und mit diesen Worten würde ich mal sagen, sehen wir uns dann morgen wieder, wenn du magst. Ich mache jetzt auch erstmal einen Cut für heute, genug aufgenommen. Ich mache mich lang, mach du dir noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao.